Hallo, ganz herzlich willkommen bei uns zu Hause. Stefanie hat sich ein Video gewünscht. Ich sollte doch mal so einen Nikolausschuh basteln. Das sieht jetzt bei mir so aus. Und in dem Video, was jetzt folgt, könnt ihr sehen, wie ich das gemacht habe. Viel Spaß. So, hier seht ihr das Schnittmuster. Das ist als PDF-Datei in der Info hinterlegt. Das könnt ihr euch ausdrucken. Müsst das dann zusammensetzen. Das sind zwei DIN A4 Bögen. Und dann ausschneiden. Den Stiefel an sich müsst ihr zweimal ausschneiden. Das ist der Aufhänger, den braucht ihr einmal. Und das sind diese Fransen obendran, die braucht ihr viermal. So, wieder mal eine Fehlerquelle entdeckt und die werde ich euch mal mitteilen. Und zwar war ich schon einen Schritt weiter und habe dann gemerkt, man muss natürlich einmal diesen Stiefel auf rechts ausschneiden und einmal auf links. Das habe ich nicht gemacht. Also, wenn ihr den einmal so rum aufzeichnet auf der linken Seite von eurem Stoff, dann das zweite Mal bitte so rum aufzeichnen, damit ihr eben einmal das linke Teil und einmal das rechte Teil habt. So, als erstes nehmen wir uns diesen kleinen Henkel fertig, den faltet ihr einmal der Länge nach, näht das kleine Stück und einmal das lange Stück, das hier oben bleibt auf zum Wenden. Nahtzugabe abschneiden und einmal wenden und einmal bügeln. So, als nächstes nehmt ihr diese Deko-Teile, ich weiß jetzt nicht, wie ich es nennen soll, aber ihr seht ja, was ich meine, legt die rechts auf rechts zusammen, also die schönen Seiten aufeinander und näht hier einmal drumherum. Hier oben könnt ihr auflassen. Das macht ihr mit allen vier Teilen. Hier rum. Und dann auch einmal wenden und bügeln. So sehen die jetzt aus. Jetzt nehmt ihr euch ein Stiefelteilchen, dreht das auf links, also links nach oben und näht die Borte oder diese Zierde hier oben fest. Und das macht ihr auch mit dem anderen. Dann sieht das so aus. Und jetzt wird das so gelegt und gebügelt, dass das oben rausguckt. So. So, jetzt legt ihr die beiden Teile aufeinander. Rechts auf rechts. Und hier hinten das Band doppelt legen. Und das guckt nach innen. Das wird dann noch mit eingenäht. Und dann näht ihr einmal vom unteren Stoff bis hier zu dieser Kante. Also einmal hier rum und dann bis hier oben wieder rum. So, wenn ihr einmal drum rum seid, nur noch wenden. Gewendet ist er. Jetzt bügele ich ihn nochmal und dann nähe ich das hier oben mit der Hand nochmal. Weil das hier nicht so ganz schön geworden ist, wo die Nähte aufeinandertreffen, da nähe ich jetzt mit der Hand also hier noch einmal zu und hier noch einmal zu. Und dann habt ihr einen ganz süßen Nikolausstiefel, wie ich finde. Viel Spaß damit!